Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge FIFA 19. So, ich bin erstmal krankgeschrieben, erstmal beim Renovieren komplett in den Daumen gesäbelt. Wir laden das Spiel. Ich hoffe, dass es geht. Die Fingerkuppe ist in Mitleidenschaft gezogen. Wenn ich den Daumen so halb auf den Pad lege, kann ich damit mit Sicherheit die Richtung angeben. Drücken muss ich zum Glück mit der, also Tasten drücken muss ich zum Glück nur mit der rechten Hand. Das heißt, das Ding geht schon mal voll klar. Ist ein bisschen ungünstig gelaufen, aber gut, was soll ich jetzt machen? Gibt mir ein bisschen Zeit, dass ich hier was anleiern kann mit dem Game, welches gerade nicht startet. Warum ist das so? So, Friends, das hat irgendwie gerade nur ein bisschen gedauert. Was soll's. Wir machen weiter mit The Journey. Weiß noch, dass wir uns auf jeden Fall, damit Alex neue Eigenschaften erwerben kann, muss er starke Beziehungen zu seinen Mentoren aufbauen. Optimiere die Beziehung zu den einzelnen Mentoren, um eine einzigartige Challenge freizuschalten. Nach der Freischaltung kann Alex am nächsten Trainingstag 1 gegen 1 gegen einen Mentoren antreten. Schließe alle Challenges erfolgreich ab, um zu zeigen, dass Alex die Fähigkeiten seiner Mentoren wirklich gemeistert hat. Okay, Teamkollegen, Partner, Sturmduo, Telepathie, what the fuck is this? Ich bin gespannt. Ich hoffe echt, dass das klappt, diese scheiß Daumen, ey. Wenn es nicht klappt, brauchen wir das alles. Ja, nicht weiter, Mann! So. Wie geht. So, bei Real Madrid. Sergio Ramos. Und daneben hängt unser. Ist ein bisschen laut, ne? Ah, passt schon. Ich weiß nicht, ob er zufrieden aussieht. Scheiß Daumen tut jetzt schon weh, Mann. Alex, jetzt komm. Ist egal. Der neue Spieler in die Mitte. Oh, komm schon. So sind die Regeln. Was kommt jetzt? Werden wir hier irgendwie Zweikampf oder was? Mit B. Okay. So. Achso, ich spiele alle, alles klar. So, wir sind hier also in einem Ring. Wir müssen uns den Ball zuspielen. Wir müssen dort die Punktzahl erreichen, die bestimmte wahrscheinlich. Haben wir schon. Wir haben noch 20 Sekunden Zeit, ey. Bringen es hier noch gerade zu Ende. Ah, da hat er den Ball gekriegt. Hä? Warum können wir das denn die ganze Zeit immer noch so weitermachen? Jetzt grätscht er hier, oder was? Fortsetzen? Ein internes Training, oder was? Debüt bei Real Madrid. Träume können wahr werden, niemals aufgeben. Als Mentoren spielen. Das Spiel mit Mentoren ist eine neue Spielvariante in The Journey. Bei dieser Option steuerst du nur Alexander und seine Mentoren. Die anderen Spieler der Mannschaft werden von der KI gesteuert. Spiele Partien mit deiner Mentorengruppe, um Alex' Beziehung schneller aufzubauen. Ja, wollen wir das jetzt mal ausprobieren, oder was? Das ist das erste Spiel. Nee. Wir spielen schon mit dem Team. Ich kann die Beziehung zu dem Mentor dort auch aufbauen. Und da kann ich wenigstens... Naja, wie soll ich sagen? Mehr beeinflussen, dass ich gewinne. Stärker beeinflussen, dass ich gewinne. Als wenn ich nur mit zwei Leuten spiele. Wenn der eine Typ jetzt mein Mentor ist, bin ich mit ihm in der Sturmspitze, denke ich mal. Und dann genauso wie mit Müller. Also wären wir quasi nur zu zweit.
krass es aussieht, ey. Hm. 25 Minuten haben wir noch in dieser Partie und jetzt ach, oh. Alex Panther. Jetzt bekommt er seine Chance. Boni, beeindrucke den Boss, 7,0. Erziele ein Tor, gewinne das Spiel. Also ein Tor schießen müssen wir jetzt. Dann geht unsere Bewertung wahrscheinlich über 7. Und wir gewinnen wahrscheinlich das Spiel. Wie steht es denn? 1-0. Nee, wir. Die Linien sind ja immer noch hier. Schade, den hätte ich jetzt abgeben müssen. Aber ich muss ein Tor erzielen mit ihm. Das ist sehr wichtig. Oh, da ist er aber. Da ist er aber böse reingegangen. Jo, also kannst du nicht machen, ey. Viel zu übertrieben. Und 20 Minuten, hat er gesagt, haben wir noch gehabt. Alex Hunter. Jetzt Bale am Ball. Super Pass von Kroos. Und jetzt die Chance. Ja, Mann, da ist es. Sorry, ich musste mich wirklich gerade. Ach so, wir hatten vorher schon ein Tor. Ach, das ist ja noch besser. Wow. Ja, das ging, das ging. Ich bin immer noch ein bisschen platt, wenn ich ehrlich bin, was das ganze Gameplay angeht. Weil es wirklich so krass flüssig läuft. Und irgendwie merkt man dann doch schon den Unterschied zu FIFA 18. Große Freude auch am Spielfeld. Ist heftig. Er ist zufrieden ja, mit der Leistung. 20 Minuten hatten wir Zeit. Ich glaube, das ist es. Auf jeden Fall war es wirklich richtig, dass ich mit dem ganzen Team gespielt habe. Weil wenn ich jetzt nur mit dem einen Kollegen gespielt hätte zusammen, dann wäre das vielleicht nicht so ausgegangen. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Ich habe meine, ja, das gibt mir auch Ruhe. Ich habe meine Boni alle geschafft. Ich kann mich ein bisschen weiter aufs Kommentieren konzentrieren. Wie lange haben wir denn noch? Wir haben die 72. Minute. Wenn da mal nicht noch was kommen könnte. Oh. Oh, das war knapp, ey. Gerade noch mal so an den Ball gekommen. Jetzt können wir hier ein bisschen aufbauen noch. Vielleicht schaffen wir ja noch einen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Die letzten 15 Minuten. Die Zeit vergeht sehr langsam. Da sind Mitspieler frei. Defensive, stark gemacht, das könnte was werden. Groß. Was, Alter? Frrr. Nicht schlecht. Schön einen reingelegt. Ja, jetzt ziehen wir hier noch durch, oder was? Ich weiß, in der letzten Folge habe ich mich noch nicht ganz so mit dem Schwierigkeitsgrad angeglichen. In dieser Session ist es die erste Folge, die ich spiele, und es funktioniert eigentlich ganz gut. Der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Isco spielt den Ball. Super oh, Timing, da kommt er raus. Das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen. Also abseits nicht. Dass Alex Hunter zu Real geht, Buschi, das war nach den Ereignissen letztes Jahr von abzusehen. Ah. Es ist halt nur überraschend, dass er diesen okay. Schritt jetzt von Athletik. Toller Pass. Ah, schade, das hätte ich jetzt gern gehört. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Wie die Kommentatoren da gerade über uns geredet haben. Aber da wurde die Show leider unterbrochen. Isco am Ball. Alex Hunter. Jetzt haben sie den Ball verloren. Schade, das wäre es gewesen. Entschlossen geklärt. Oh. Kein guter Pass. Da wurde uns der Ball abgenommen. Und wir haben ihn wieder. Gerade mal ein bisschen zurück. Thibaut Courtois. Ja, ich spiele mal über die oberen Marcelo. Ränge. Lukas, wie man hier so schön sagt. Oh, der war nice. Marcelo hat Platz. Und kriegen wir mal eine Ecke hin, eine Flanke. Oh, ne. Ball geht über die ach, schöne nett. Vom Keeper. Flup. Schöne, ne. Wechsel geben. Beide ist aus. Trainer wollen was verändern. Sergio Ramos geht raus. Nacho? Heißt der Nacho? Ah, Ecke. Ja, okay, komm, wir versuchen es. Wir versuchen mal auf Hunter zu spielen. Jetzt nee. Kommt die Ecke. Oh. Der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Was war das denn für ein Ei?
Wie es aussieht, Mann. Die machen die Zuschauer jedes Jahr besser. Ich weiß noch, wie es damals war, als man International Superstar Soccer gezockt hat und diese die letzte reguläre Spielminute läuft. Die Zuschauer alle wie so ein wie so ein wie soll ich das beschreiben, Alter? Es war wie so ein Blatt Papier, was bemalt war mit so mit so rudimentären Andeutungen von Zuschauern. Jetzt vielleicht. Oh, den habe ich drin gesehen. Ach ja. So, Schlusspfiff, das war's für heute. Spieltag Nummer 1. Ach ja, man kann ja irgendwie den Ball noch so, so andrehen, wenn man hier links oder rechts die Dings, Tasten drückt, wollte ich sagen. Geil. Okay, Leistung. 8,1 anstatt 7, ein Tor, safe, bring das Spiel zu Ende, perfekt. Das heißt, im nächsten Spiel könnten wir mal diese Mentorengeschichte auschecken. Hier das Foul. Boah, da ist er aber nicht schlecht reingegangen. Super Technik, was für ein eleganter Treffer. Beeindruckend, den Boss, wir haben alles geschafft. Wir gehen weiter. 3:0. Sehr schön. Bei mir steht jetzt Alex Hunter, der heute zum ersten Mal für Real Madrid auf dem Platz gestanden hat. Mhm. Alex, wie haben Sie es erlebt? Persönlichkeit. Die Persönlichkeit des Charakters beeinflusst sein Verhältnis zu Fans und Trainer. Hitzköpfig und extravagant frech, sichert zusätzliche Fans und somit auch finanzielle Chancen, belastet aber das Verhältnis zum Trainer. Ausgeglichen variiert und sorgt dafür, dass das Verhältnis des Charakters zu Fans und Trainer hauptsächlich von Spielleistung beeinflusst wird. Cool, lässig, nerdig, sichert die Gunst des Trainers und somit eventuell auch mehr Spielzeit, verschafft ihr aber weniger Fans. Da ich in meinem Training eh immer gut bin. Ja, komm, wir gehen mal ein bisschen in den Vollen. Nein, Mann. Ernsthaft. Ich wollte mein Leben lang dieses Trikot tragen. Und hier auf dem Platz stehen. Und jetzt ist es passiert. Sie haben sich das also schon lange gewünscht? Seit ich ein Kind war, wollte ich das. Und als ich jetzt zum ersten Mal auf den Platz trat und die Fans gehört habe. Mann, tat das gut. Nach all der langen Zeit bin ich endlich angekommen. Glückwunsch, Alex. Danke. Weiß nicht, wie so eine Aussage dann letzten Endes den Trainer nicht beeindrucken könnte. Also sehen wir es mal so, ich bin jetzt Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer von mir äußert sich äußerst positiv. So wie Alex es gerade getan hat, da würde ich als Trainer dann auch nicht sagen, nö, ne? Also egal. Wir beschäftigen uns also mit dem Mentoren. Aber wir sind auch ein bisschen gestiegen mit ihm, ne? Startelf ist sowieso safe. Was ist denn das jetzt hier? Spielen wir jetzt direkt weiter? Ach so, nee, das ist einfach nur die Bestätigung. 3:0 gegen Real irgendwas. Sociere. Real Madrid gegen Real Sociere. Alles klar. Danny Williams. Wir spielen mit Danny Williams weiter, oder was? Nice. Wie viel haben wir denn? Ja, Mann. Alex Hunter. Kim Hunter. Danny Williams. Der alte Danny Williams mit seinen Tattoos und der Kurzhaarfrisur. Haben sie schon ganz geil gemacht. Haben sie schon ganz geil gemacht. Kriegen sie von mir einen bandagierten Daumen nach oben. So. Er ist also hier heftig am Chillen gewesen, haben wir gesehen, hä? Der gute Danny. Manchester, weiter. Absolviere jedes Training. Keine Trainingssimulation. Ja, das ist gut. Hey, Danny. Trainingsgelände Manchester United, Sommer 2018. Hey, Danny, Herr Williams, kurze Fragen an Sie. Bitte? Was wollt ihr? Danny. Wie aussieht man? Glückwunsch zur Vertragsaufbesserung. Kennt ihr den Film Trainspotting? Ja, danke. Schön zu hören, dass meine Leistungen anerkannt werden. Ja, aber glauben Sie, dass Sie dieses Jahr mehr sein können als ein Einwechselspieler, insbesondere in der Champions League? Das muss der Trainer entscheiden. Tja,
Ist eine Trainerentscheidung, oder? Ja, absolut. Aber es wäre schon eine ziemliche Überraschung, wenn der Trainer sie in der Champions League bringt. Denn in der letzten Saison saßen sie ja doch meistens auf der Bank. Okay, ich muss ein bisschen lässiger agieren, glaube ich. Warten wir es doch ab. Ich werde allen beweisen, dass sie falsch liegen. Wenn ich den Champions League-Pokal in der Hand habe, dann entschuldigen sich alle bei mir, dass sie mich angezweifelt haben. Nettes Zitat, Danny. Danke. Das war jetzt nicht so gut. Okay, wir sind in Kapitel 2 allerdings schon. Wie geht's denn hier weiter? Ist es ein Spieltag? Ich bin kurz vor der Startelf und wir spielen gegen Fulham am 11. August. Friends, ich würde sagen, das ist genau der Zeitpunkt, um den Cliffhanger auszunutzen für die nächste Folge. Startet dann quasi direkt mit einem Spiel. Ich habe übelst Bock. Und danach werden wir wahrscheinlich ein geiles Video sehen. Also schaltet ein. Vielen Dank fürs Einschalten dieserseits und bis die Nächte.